Ding, 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 Ja, ding, aber ding, hätten die ding. Dinger, glaube ich, sowieso zu Eine viel Explosion Energie. halt durch die Nacht. Aha. Ach. Entschuldigung. Sollte mal mich gucken, doch. was da abgegangen ist. Jeder schnappt sich jetzt ein Pferd. Ha, Und läuft in jede Himmelsrichtung und guckt, ob was passiert ist oder was. Vor allen Dingen, jeder schnappt sich ein Pferd, wir haben bloß zwei. Wie wäre es, wenn wir einfach noch einen Stall bauen und noch ein drittes Pferd holen? Das könnte man natürlich machen, ne? Felix weiß doch eh schon, was passiert ist. Hä? Nein? Ich weiß schon, links oben, ich sehe es schon. Hä? Was? Wir haben einen Iridium-Haufen auf dem Hof. Wo links Ja, oben? Felix, folge mir, Wo einem vor dem anderen Stall. Wir Vor können sich allen ein Pferd Dingen, gar wo nicht das Ding nehmen. gelandet ist. Oh, ich zerkloppe das Ding mal. Ich gehe dann mal demnächst meine Dingens upgraden. Wird das Boah, ja. 36 Iridium-Erz. Was, jetzt echt? Ja. Heftig. Das ist nice. Alter Falter. Soll ich das irgendwie gleich Zeig, zeig. mitnehmen? Ach nee, manchmal das Schmelzen müsst ihr machen. Aber irgendwie Geoden kann ich dann mitnehmen, wenn ich meine Alter, Sachen das abgebe. Schmelzen müssen wir machen? Probieren wir es jetzt heute nochmal mit der Mine oder wie ist es? Müsst ihr Erz nicht. Nee, ich Haben wollte wir meine haben Sachen ja erst upgraden noch. vorher. Ja, stimmt, ja. Ich könnte mal eine Iridium-Spitzhacke machen. Dann musst du hingehen, wenn du meinst, du brauchst die Iridium-Spitzhacke Nee, zuerst mach doch jetzt. du erstmal deine normale. Weiß nicht, deine Iridium-Spitzhacke ist wahrscheinlich effektiver, das Upgrade, als wenn ich Heute ist jetzt. eh kein Tag, um in die Mine zu gehen. Hast du kein Glück? Nee, ich nie. Kannst ja gucken, ich habe an deinem Fernseher geguckt, ich weiß nicht, ob es an deinem Fernsehgerät Es ist ein Punkt drauf, ich werde Glück du. haben, also ich gehe in die Mine. So, noch was zu essen mitbringen. Ich wollte dem Zauber noch was vorbeibringen, fällt mir so ein. Chris, Geschichten, hau raus. So, Geoden, Geoden. Wenn sie zu intim ist, lese ich sie nicht laut vor. Warum ist das Energietonikum in der normalen Sammeltruhe? Ach, ehrlich, ich geb's auf. Wir müssen die anderen sie selbst lesen. Scheiß drauf. Bitchst du da hinten wieder rum, weil ich irgendwas falsch einsortiert habe? Hier ist ein Energietonikum in der normalen Truhe, das hat ja nichts zu suchen. Das hab ich nicht rein. Das hab ich da erstmal reingetan. Ich wollte sie dann wieder rausnehmen. Aber Was hier ist sind das auch. Energietonikum? War für uns in der Innen. Was hast du jetzt hingetan? Das ist in der Standardtruhe, ich habe nichts damit gemacht. Okay. Ich wollte auch noch einen Ring machen, ne? Hä? Das ist ja dumm. Dann bräuchte ich das nicht. Du wolltest noch einen Ring machen? Was für einen Ring wolltest du denn machen? Was ist der denn? Das Iridiumband. Mit 5 Iridiumbarren. So, was muss ich jetzt mitnehmen? Brauche ich Darf ich Eisen den machen? wahrscheinlich für das Upgrade von mir aus schon. Darf ich den Iridiumbarren nehmen? So, ich brauche wahrscheinlich Eisen. Okay, ich nehme das mal als Ja. Ich habe gesagt, von mir aus schon. Gut. Düb. Kümmert sich irgendjemand ums Gewächshaus, bitte? Ja, ich sofort. Sehr schön. Hoppa, hoppa. Moment mal, wie viele Sachen brauche ich denn für einen Stall? Dann kann ich ihn auch gleich noch einen Auftrag geben. Wisst ihr das? Ja, ich kann so schnell, ich kann nachgucken, aber mach erstmal zum Dingens. Ich will es gleich mitnehmen. So, ja, stimmt. Ha! Holz, Stein. Ich nehme einfach mal die typischen Sachen mit. Ich habe ja genug Wir Platz. sollten. Habe ich die Kürbissuppe letztes Mal von uns alle gekocht? Ja. Sie sollten alle immer Kürbissuppe essen. Weil. Warum? Oh, ich ein Idiot bin. Nee, Ach so, okay. Dann Das ist natürlich eine gute Erklärung, weißt warum, weil ich ein Idiot bin. Sehr gut. Nein, weil die bringt Verteidigung, wenn wir unten in der Mine sind. Ach so. Ich hätte irgendwie 40 Damage gekriegt von den Dingern, das war irgendwie nicht so witzig. Ja, eben. Ich weiß nicht, ob die drei Verteidigungen mehr irgendwas bringen würden. Zwei Verteidigungen. Oder zwei Verteidigungen mehr. Ja, gut, ich habe einfach Ja, für die mal Pi mal Springplätze auch Daumen. geil, aber eigentlich würde ich gerne mal diese Challenge schaffen, dass ich in der Mine auf Level 100 kommen muss. Halt, falsches Haus. Hallo, Geode aufbrechen bitte. Bupp. Bupp, Hämmerlied. Bupp. Eisenerz, was ist denn das? Zoelestin. Aha. Oh, ich habe auch noch Iridiumerz gekriegt. Das ist gut. Tigerauge. Wo ist denn diese Treppe? Gold. Was ist das? Fluorapatit. Wow, Kohle. Jetzt blind. Treppe. Altertümliche Hatte ich gar Trommel, nicht. okay. Da ist sie drin. Rein.
Blubblub. Erdkristall. Den haben wir schon auch schon abgegeben, oder? Jamborit. Nö. Muss ich eher Bomben und Treppen? Ja, aber auch der Ring ist ja nicht verkehrt, weil der. Wir haben ganz schön viele Sachen neu angeblich. Der macht hier ja. Schimmern die immer so. Licht, zieht Gegenstände an und erhöht meinen Angriffsschaden. Das ist ja schon nicht verkehrt. Und noch mehr Erdkristalle. So. Wir brauchen 100 Hartholz, 5 Eisenbahn und 10.000 Credits. Ja. Also für einen Stall, Benny. So. Wer will denn noch einen Stall? Wir haben doch gesagt, wir wollen keine Tiere mehr. Doch, einen Stall würden wir doch noch haben, damit alle drei ein Pferd haben können. Achso, das Pferd, ja, das Pferd wollen wir. Das will ja nicht gefüttert und gepflegt werden. Genau. Hast du denn Eisenbahn mit? Ich hab einen Eisenbahn mit. Was brauche ich noch? Noch irgendwas? 5 Eisenbahnen, 100 Hartholz. Hartholz haben wir nicht, 100. Da-dum. Wir haben nur irgendwie 35. Ich habe Hartholz gar nicht mitgenommen, weil ich mir dachte, das wird eh zu wenig sein, wenn dann. Was? Wo haben wir Hartholz? Wir haben nur 35 Hartholz oder sowas. Der örtliche Zauberer ist mit einer Höhlenkarotte. Naja, aber ich finde das Hartholz gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ich hab's mitgenommen, 43, Entschuldigung. Ich hab's doch eingesteckt, aber es reicht ja trotzdem nicht. Ja, so einer bist du. Ja, manchmal stecke ich Sachen ein, es tut mir leid, das ist einfach so ein Zwang, ich kann dagegen nicht ankämpfen. Ich bin ja in Behandlung, aber das hilft noch nicht so richtig. Tomanie nennt sich das hier. So, es sieht nicht so aus, als hättest du irgendwas, das du im Museum spenden kannst. Mach dich besser auf die Schatzsuche, was? Yo, wie sieht denn dieses Museum inzwischen aus? Ja. Okay. Eigentlich ganz gut gefüllt. Hol 2 von den Viechern. Ja, ziemlich gut gefüllt. Was ist mit 2 von den Viechern? Ich bin schon wieder in der Mine. Du bist immer noch am Level, ne? Hast du gesagt? Ja. Hoppa hoppa Reiter, wenn er fällt, dann schreit er. Fällt in den Graben, fressen ihn die Raben. Aber auch schon wieder Iridium gefunden. Fällt in die Hecken, fressen ihn die Schnecken. Fällt in den Sumpf, dann macht er weiter Plumps. Ey, wie oft ich das als Kind gehört habe. Es gibt noch viel mehr Strophen als das. Ich kenne nur Filter. Nee, Chris, danke. Ich bin wirklich gerade satt. Ich habe drei Scheiben Brot direkt vorm Stream gegessen. Ich bin wirklich satt. Dankeschön. Ach, und danke, dass du ein bisschen sexuelle Schwung hast, du bekommst. Ich kann tatsächlich ziemlich viel futtern. Mir wird vorher schlecht, bevor ich sexuelle Schwungmasse kriege. Was machst denn du jetzt? Lumi wollte doch hier was umorganisieren. Ja, ne. Lumi kommt dann ja aus dem Arsch. Na, Lumi macht das nächsten Stream, aber nicht heute. Mineralien kann ich komplett verkaufen, ne? Wenn ich unten war und die gefragt hab. Ja, dann kannst du die mit verkaufen. Was? Achso, du meinst diese Sondersachen, die ja, halt, die als Mineralien gekennzeichnet sind. Ja. Ich war unten und der hat mir gesagt, du kannst nichts verkaufen, deswegen. So. Aber so kommen wir wenigstens mit den Pferden hier lang. Sonst ist das schon relativ kacke. Wo sind denn jetzt die Omnigeoden hergekommen? Die hab ich gerade alle aufgemacht, die wir hier drin liegen hatten. Keine Ahnung. Moment mal, nee. Wir haben die nicht sinnvoll sortiert gehabt, deswegen. Warum wird mir jetzt auf der einen Seite die Nachricht von Chris angezeigt und auf der anderen nicht? Das ist ja seltsam. Okay, mein Streambot aktualisiert sich gerade nicht. Das ist halt kaputt. Du hast den halt kaputt gespielt. Was ist denn da, Kira? Chris, das ist bitter. Moment mal, was machst du da? Ja, senkrecht die Wege anbauen. Wie willst du denn sonst mit dem Pferd nach unten rein? Ja, aber das ist doch ineffektiv. Oder? Wieso ineffektiv? Nee, du willst es hier dann, wo ich jetzt stehe, dann hinpacken, oder was? Nee, hier kommen die Dinger hin. So was das Spiel mit Glück war, meint, will ich, weiß hast ich auch nicht. Hast du die jetzt genommen? Ja. Also, gefunden. Entschuldigung. Komm her. Okay, hab ich Nein gedrückt. Teamlabs aktualisiert sich nicht mehr, ich muss gleich nochmal was gucken. So, da hast du. Benny hat mich lieb. Nee, du hast mich lieb. Aber wo ist das Ding hinpacken? Naja, hier. So, und dann bauen wir die Sprinkler da gemütlich nach unten. Okay. Ja, ich will einfach hier. Ja, mach. Aber du musst es. Wie asozial ist das denn? Ihr könnt doch nicht 5 Monster direkt vor die Treppe stellen. Ja, doch, so ging es uns ja vorhin auch. Tatsächlich, wo ich gestorben bin.
Was? Nee, das wird jetzt nicht gefickt, Lumi. Also, ich bekomme Krankheitsblut und Felix bekommt einen Herzinfarkt. Na, da bin ich mal gespannt. Oh. Was? An Essen. Felix, hör auf, mir deine blöden Wege in die Hand zu drücken. Hier. So ein Speis halt in die Truhe rein. Oh, Benni hat mich lieb. Geh mir nicht auf den Keks, Mann. Benni hat mich lieb. Piep, 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 Benni hat mich lieb. Glaubst du, jetzt ist mein Pferd hingeschmissen? Geschmissen. Hat sich jemand ums Gewächshaus gekümmert? Warst du im Gewächshaus, Felix? Hm? Nein, ich war noch nicht im Gewächshaus. Okay, dann mach ich das jetzt. Oh Mann, ey. Hast du den Qualitätsdünger hier mitgenommen? Nö. Ich wollte erstmal nur hier ernten, vor allen Dingen. Ich meine, wir waren ja ewig nicht mehr drin, haben geerntet. Ewig nicht mehr, ich war gestern drinnen. Ist aber alles voll, also ja, 80% ist reif zumindest. Wie definiert denn dieses blöde Spiel eigentlich Glück, ey? Indem du coolen Loot findest und nicht weiterkommst, weil du ganz viel Sachen kriegst? Ja, nicht weiterkommen ist das richtige Stichwort. Ich habe kein einziges Loch gefunden. Was, bist du schon wieder in der Schädelhölle oder was? Weißt du auch schon, dass heute... Ich bin schon wieder in der Schädelhöhle, wenn wir auf an schlimme Sachen zurückfunden. Das kam ihr einfach denkt, aus dem Jetzt reißt dich zusammen. Ihr denkt versauter als ich mittlerweile. Es ist nicht versaut, es ist total an der Sache vorbei. Ich habe kein einziges Loch gefunden, das ist einfach super, die Aussage. Also nee, mein Chatbot funktioniert heute nicht, deswegen gibt es keine Sau und es gibt keine Facecam, weil ich erkältet und hässlich bin. Es gibt heute gar nichts. Nee, es gibt keine Sounds, weil sie erkältet und hässlich ist und es gibt kein Chatbot, weil es egal ist. Ich mache das Dürö so. Dürö, Partyhorn, yay. Iridium-Barren, wup wup. Wup wup. Haben wir noch Iridium-Erz. Und in der Tat machen die zwei Verteidigungen eigentlich fast keinen Unterschied. Ich mag jetzt nicht noch eine Wirbelsuppe schlürfen, ich hau jetzt mal. Hast du dir jetzt eigentlich die bessere, Ja, ist ein Auftrag. Benni, hast du einen Auftrag gegeben? Error 404, Loch nicht gefunden. Und jetzt hab ich das hier reingeschrieben. Liest du jetzt bei mir? Nee, hat er bei mir geschrieben. Hat er bei mir auch geschrieben. Chris schreibt dann wohl in beide Chats, der ist nämlich schlau. Auch gut. Der ist ein schlauer Junge, ein guter Mann. Guter Mann. Ehrenmann. Guter Mann. Ehrenmann ist noch was anderes, aber Ehrenmann ist er auch. Also das will ich jetzt nicht bestreiten. Bevor ich jetzt hier mir böse Sachen nachgesagt werden. Ich ist ja gerade sein Ehrenmann. Und dafür ist du eine Ehrenfrau, das passt schon ganz gut. Hoffentlich. So. So, hoffentlich fliegt der Pizzabote bei mir im Hof nie auf die Fresse. Wieso? Das regnet doch, das hat doch inzwischen gar nicht mehr so glatt. Nein, überhaupt nicht. Ich bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, 18:30, also es geht schon. Benni, bei uns im Hof kommt keine Sonne hin. Ich bin vor uns mit dem Fahrrad lang gefahren, mit dem Fahrrad. Alter, ich bin vor uns mit dem Auto bis vor meinen Hauseingang gefahren, dann ausgestiegen, und dann musste ich um mein Auto drum rumlaufen, bin da fast auf die... Kann nichts dafür, dass du ungeschickt bist. Ja, ich bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren heute, wirklich. Ich bin auch mit dem Fahrrad heute früh hingefahren, ja. Was aber auch. Warum steht hier eigentlich so ein gechilltes Monster einfach rum? Und tut so, als wäre es irgendwie in das Vogelscheuche, Heuschrecke. Was ist halt mit meinem Gehirn los? Ja, aber wiegt sich das nicht auf Löcher auf, nur auf Treppen und Loot? Das ist doch Blödsinn, ist das. Also, ist das? Das ist es. Nicht, dass du Blödsinn erzählst, die Sache an sich ist Blödsinn. So war's oh. Gemeint. Blop, blop. Jetzt habe ich eigentlich noch eine Aprikose, will irgendjemand haben. Ach so. Und der Zauberer wollte eine Höhlenkarotte. Oh, was mache ich denn? Ich nehme schon mal die Höhlenkarotte mit. Irgendwo hatten wir noch eine rumliegen. Oder mehrere sogar. Nee, nicht da. Boah, Chris. Ich krieg noch was zu essen. Was hat denn der Böses geschrieben? Er schrieb, Glück ist wie Pupsen, wenn man es erzwingt, wird's scheiße. Schön, dass du wenigstens die Jungs so ich finde das super. Sehr gut. Wir könnten auch die Anordnung anders machen, Benni. Wir machen hier drei Felder und dann machen wir dazwischen noch hier einen Weg. Ich finde es so wichtig, dass du mich ignorierst, Felix. Was? Gesagt, ich mache die Anordnung nächsten Stream. Hashtag ist so.
Tja, Lumi, du bist dann wohl zu spät mit nächsten Stream. Darf er das? Was? Darf er das? Das ist von Kristall. Kennst Keiner von uns kennt hier Kristall. Ich kenn Kristall Gläser. Ich weiß nur, dass es ein schlechter Komiker ist. Ein schlechter Komiker? Ich finde ihn gut. Mal, dass es ein Komiker Weil der mich nicht einmal zum Lachen gebracht hat in 5 Minuten. Dann ist er für dich schlecht, aber ja, also, hast du auch einfach einen schlechten Humor. Es stimmt, ich habe ein bisschen das Problem bei meinem Humor, wenn es zu derb wird, dass ich einfach nicht mehr lustig finde. Ja, das ist so relativ knapp aber bei mir. Aber Luke Mockridge fand ich geil. Kenne ich nicht. Oh, komm jetzt. Für mich ist schon sehr das Dumuncho zu weit abgetrieben. Das ist schön, Chris. Eine stilvolle Inneneinrichtung. Ich kann deswegen auch mit den meisten amerikanischen Komikern nichts anfangen, weil die einfach für mich zu derb sind. Kurz mal AFK. Das muss irgendwie was holen gehen, um mir zu beweisen, dass das lustig ist, oder was? Nö. Ist sein Herzinfarkt angekommen? So, jetzt mal das Iridiumband. Es war so, dass ich kann nichts beim Schmied verbessern, wenn du es verbesserst. Ja, ich glaube. Igitt, warum machen wir denn das jetzt längs? Ja, fragen Felix, damit wir hier mit den Pferden durchkommen, hat er gemeint. Ja, okay, das ergibt Sinn. Damit wir mit den Pferden runterreiten können. Krass, wir haben 39 Eis, das ist schon geil. Ja, ich habe schon welche gefuttert. Ich muss nachher mal Waffen und Kram verkaufen gehen. Kannst du auch jetzt machen, die machen doch irgendwie um 9 auf, oder? Nee, ich glaube um 11. So, ich gehe mal zum Dingensbummens. Moment mal, hier ist noch was zum Ausbuddeln. Da wir gesagt haben, ich brauche irgendwie dieses komische Ding noch. Bin mal ausbuddeln gegangen. Wie komme ich denn hier durch? Da komme ich durch. So, der will eine Höhlenkarotte haben. Auf geht's. Wollen wir echt gar nichts pflanzen im Winter? Habe ich jetzt nicht gemacht. Hier, Höhlenkarotte. Oh, der Gegenstand, den ich wollte, deine Arbeit ist zufriedenstellend. Hier ist deine Entlohnung. Es benötigt viele Jahre intensives Studium, um die Sprache der Elementare zu verstehen. Um sie tatsächlich zu sprechen, musst du dich ihr dein Leben lang widmen. Was, du pflanzt schon? Ein bisschen was. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. So. Muss ja nicht so viel sein, aber... 75 Gold, wup wup. So, und Emily soll ich eine Kaprikose bringen. Mach ich auch gleich noch. Mach ein bisschen Quest jetzt hier im Winter. Sind eigentlich die Kürbisse in der Wintertruhe drin? Keine Ahnung. Wenn ich schon hier bin, nehme ich aber das Hartholz noch mit. Immer das Falsche, ey. Ein kleiner Witz to go. Frag das Indianerkind seinen Vater, woher die Namen herkommen. Antwort dieser, jedes Kind wird nach der Geburt zum Häuptling gebracht und das, was er sieht, ist dann dein Name. Ja, kenne ich schon. Warum fragst du eigentlich, kackender Hund? Ja, sowas. Also mir war klar, dass es irgendein dummer Name ist. Gibt es zig Varianten davon. Von dem Witz. Ich habe heute auf Arbeit, weil wir haben einen Schwaben, der relativ neu im Team ist, haben wir heute mal die Top 10 besten Schwabenwitze auf irgendeiner Webseite gefunden. Die waren tatsächlich irgendwie 3, 4 davon haben wir vorgelesen, die waren tatsächlich ziemlich gut. Zum auch Beispiel, für den Schwaben oder nur für euch? Auch für den Schwaben tatsächlich, der fand die auch witzig, aber zumindest hast du es gesagt. Zum Beispiel, wie wird ein attraktiver, sympathischer Mann bei den Schwaben genannt? Na? Tourist. Aber da gehen doch bestimmt 90% der Witze gehen aufs Geld, oder? So ein bisschen, ja. Also viele. Oder halt, dass die angeblich nicht so wahnsinnig hübsch sind oder zumindest nicht sympathisch sind, weil die so ein bisschen rumkrummelig sind. Ups. Geht auch ganz viel. Schwaben sind noch nicht krummelig. Wird denen halt nachgesagt. Oder was war einer war zum Beispiel noch, irgendwie, ah, den kann ich nicht nacherzählen. Den kriege ich nicht ordentlich nacherzählt, um die Pointe zu versauen, glaube ich. Deswegen mache ich das mal lieber nicht. Den anderen habe ich relativ einfach noch erinnern können. Ja, dann diese Menschen, die lachen schon während sie den Witz erzählen, sodass sie gar nicht mehr witzig sind. Ja, oder die sich versprechen und aber die Pointe vorwegnehmen. Ja. Ne, Felix? Ich bin ein Kandidat dafür. Er hat denn jetzt mal eine Verarbeitungsfische wieder weggeräumt? Die habe ich in die Fischtruhe genommen. Pack nicht mehr für alles aus der Fischtruhe. Kannst du benutzen.
Aus beiden Fischtruhen tatsächlich sogar. Ja, aber man braucht doch manche Fische auch für besondere Sachen. Die wirst du ja wohl erkennen. Das sind so zwei, drei. Das ist der Nachttintenfisch und diese komische Megakarpfen. Das sind die Sachen, die besonders sind. Die anderen Sachen kannst du einfach benutzen. Benutzen! Alles, was doppelt ist. Violetter Pilz mag der an. Ich hab schon das Hartholz geholt, Felix. Ach so. Erzählt ist, ja. Woher willst du das? Weil ich du gerade ein bisschen entgegengekommen. Qualitäts habt ihr jetzt in dem Gewächshaus überall Qualitätsdünger? Nö. Holt ihr dafür? Bist ein Arsch. Was, Lumi? Wir können gerne Qualitätsdünger dafür machen, ja. Dann mach ich den jetzt nämlich den Qualitätsdünger als nicht fürs Feld. Mach mal. Hau mal raus. Ich euch rein. Gib's uns. Hart, aber herzlich. Ich mag die Stille nach so einem Spruch. Bin tiefenkonzentriert aufs Farmen, ja. Tiefenkonzentriert. Oh, du hast eine gefunden. Ich hatte keinen Bock. Danke, die sieht lecker aus. Hier kriegt er noch ein Geschenk hinterher. Danke dir, ich fühle deine positive Energie in diesem Geschenk. So, dann haben wir frische Frucht auch fertig, nochmal 600 Gold. Ich habe noch drei Quests. Hat der Kira schon was zu essen bekommen? Nee, habe ich ihr nicht gegeben. Ich auch nicht. Nee, oh, real life. Ich finde, wir müssen noch ein Pferd Kira nennen. Oh ja, da bist du richtig schon irritiert. Wird oder ein Schwein oder sowas. Ja. Kira, komm her. Ich meine, hätte man dann die Katze Kira nennen müssen, aber da warst du noch nicht dabei, Felix. Wir brauchen eigentlich noch gar nicht so... Nee, der war auch schon dabei. Nee, glaube nicht, oder? Doch. Beim Neuanfang war er schon dabei, bist du sicher? Ich meine schon. Ich bin aber für nicht. Wir brauchen eigentlich gar nicht mehr so viel anpflanzen, Leute, ne? Wir brauchen mehr Money. Warst du beim Neuanfang schon dabei? Wo wenn's das Teil nicht mehr ging? Und die nicht mehr vorhanden war, ja, die war einfach weg. Also wo es weg war, ja. Ja, okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann ja, nehme ich alles zurück und habe das Gegenteil. Ich dran, dass wir darüber diskutiert haben, wie es heißt. Und habe ich gesagt, wenn ihr keine gescheite Idee habt, dann nehme ich es einfach Vorschlagi. Und deswegen heißt es ja Vorschlagi. Vorschlag. Heißt sogar Vorschlagi, Alter. Ja, seid ihr dran schuld? Ja, weil wir keinen gescheiten Vorschlag haben. Dein Vorschlag ist Vorschlagi. Also... Ja. Holy shit, da bist du ja noch mal hundertmal schlimmer als wir. Mein Vorschlag war Bello, ja, das war wenigstens witzig. Tatsächlich heißt Missys Katze wirklich Bello. Das hatten wir schon dreimal. Das hatten wir schon dreimal. Ich hab's ihr nicht geglaubt. Da hat sie einen Screenshot geschickt vom Real Life oder was? Nee, vom Dings von Stardew Valley. Ach so. Ich dachte, ihre reale Katze heißt Bello, das wäre auch witzig. Nein. Also wenn Bello war die Zwischenidee, weil sie wollte einen Hund und Mike wollte eine Katze irgendwie so. Tatsächlich würde ich, glaube ich, wenn ich eine Katze hätte, das Bello nennen. Also die. Das Bello nennen. Das Katze. Das Katze. Ja, würde Bello heißen bei mir. Nur nehmen hier. Ja, so könnte man eine Katze auch nennen. Ich gehe nochmal, glaube ich, ein bisschen einfach Sachen kämpfen. In der normalen Mine, nicht in der Schädelmine. Zum Leveln? Ja. Ja, ist vernünftig. Außerdem auch Käferfleisch und so kann man da dort noch holen. Minen! Du kannst deine Quests machen. Welche Quests? Ich habe keine Quests mehr dort oben. Von dem Abenteuerclub. Ach so, ja gut, dann muss ich ja diese Schleimquests und so, ja gut. Oh. In die Mine gehen ohne Spitzhacke ist eine dumme Idee. Ja. Benni, willst du meine Hand weiter? Jetzt bin ich schon da, das ist so ein bisschen das Problem. Warte. Ach ne, ich muss dir eine Truhe mitbringen. Nein, ich kann dir die Spitze gar nicht so überreichen. Ach komm doch mal her, so schlimm ist es doch nicht. Sag mir nicht, ich kann meine Blumen nur ernten und nicht mehr gießen, das finde ich nicht in Ordnung. Wieso willst du die Blume gießen? Ich habe eine Blume bei mir in der Wohnung stehen, die wollte ich gießen, aber ich kann sie nur ernten. Lass die einfach stehen. Ja, gieße ich sie halt nicht, aber ich wollte sie gießen. Meine echte Blume in meiner Wohnung vertrocknet die ganze Zeit. Ja, das ist auch hier bei Sims so, wenn du bei Sims regelmäßiger zum Sport gehst als im realen Leben. Ja. Du im Sims einen 1-0er Abschluss innerhalb von der regulären Semesterzeit schaffst, aber im Real Life halt einfach im 20. Semester rumkrebst, ja, und keinen Abschluss hast.
Es läuft. Hatten wir nicht sowieso zwei? Warte mal, wir hatten doch hier eigentlich zwei rumliegen. Ich hab doch mal eine extra bekommen. Deine Bestellung kommt noch an. Ich wollte halt gar nicht so lang streamen. Jetzt Krankheitsfood. Na gut, danke Felix. Kann. Das ist auch blöd. Wie bedankst du dich denn mit Chris? Indem ich sage, Dankeschön, Chris. Ach so, ich dachte, es gibt irgendeine spezielle Behandlung. Spezielle Behandlung. Auf die Knie. Was erwartest du denn, was ich da mache? Ich wollte nur wissen, was du da machst, deswegen, mich hat's interessiert. Was denkst du, was hast denn du wieder reininterpretiert hier? Keine Ahnung, was du von mir als dankbaren Zug gegenüber Chris erwartest. Vielleicht hast du einen guten Kumpel, der ganz süß aussieht. Der sich dann für mich bedankt, oder was? Vielleicht? Die Lumi schaut in meinem Stream vorbei. Ach so. Ja gut. Ich habe gesehen, Chris, dass du gestern gestreamt hast, aber das war ungefähr 20 Minuten, bevor ich anfangen wollte zu streamen. Deswegen habe ich mir dann gedacht, das lohnt sich irgendwie nicht, da noch groß irgendwie reinzugucken. Und Moment, in deinen Stream schaue ich ja nicht aus Dankbarkeit. So. Also das hat die Chris wohl anders. Benni, was hast du denn da eigentlich für ein Schwert? Ich muss bitte korrigiert wissen. Ich schaue in deinen Stream, weil ich Bock hatte, in deinen Stream zu schauen. Moment, sage ich dir gleich, wenn ich nicht mehr kämpfen muss, die Las Lava Katana Schuhe 15. Okay, gut. Ich glaube, das ist das Beste, was man kaufen kann, oder? Jetzt ist es da. Gleich wieder bei euch. Bei mein Galaxieschwert ist zwar Stufe 26, aber du hast zum Beispiel Verteidigung und so. Das hat das Galaxieschwert. Ja, ich habe 3 Verteidigung. Ja, 25 kritische Kraft und plus 3 Gewicht. Und ich habe bloß bessere Bewegungen, ich kann mich schneller damit bewegen. Ich wollte mich damit auch nicht rechtfertigen, ich wollte nur sagen, ich habe es gesehen, Chris, und ich hätte reingeschaut, wenn ich noch die Zeit gehabt hätte, aber ich war schon im Stream-Vorbereitung, da habe ich gesehen bei Twitch, dass du live gegangen bist, da habe ich die Meldung bekommen. Deswegen, ich wollte mich da gar nicht verteidigen, ich wollte nur sagen, ich habe es gesehen, aber ich hatte leider keine Gelegenheit reinzugucken und als ich fertig war, warst du schon offline. Wobei ich auch sagen muss, Euro Truck Simulator ist, ich habe auch gesehen, dass ihr beide letztens gestreamt habt, da habe ich kurz reingelunzt. Wo war ich denn da? Da war ich glaube ich nicht auf Arbeit, da war ich irgendwie, war glaube ich so ein Tag, wo ich komplett im Einpennen war. Ja, war schön mit Chris LKW zu fahren. Ja, war schön mit Chris. Ja, hat einen schönen Abend gehabt. Ja, am besten war es als der Truck bei mir, weil wir im Multiplayer hast du meistens so Ping-Probleme oder so. Ja, ich weiß. Wenn ich dann ein Problem habe, auf einmal ist Chris Truck bei mir stehen geblieben und ich bin fast voll hinten rein. Aber du hast doch gar keine Kollision, oder? Also im Multiplayer, ja. Dann kann deine gesamte Fracht beschädigt sein. Und aber hast du es dann nur bei den Ladestationen nicht, oder was? Bei den Ladestationen hast du eine No-Clip. Ah, okay. Weil ich habe nur gesehen, dass sie bei der Ladestation waren, alle ineinander gefahren sind. Deswegen dachte ich, ihr habt generell keine, aber... Nee, also wenn du aus dem vom Speditionsgelände runterfährst, ist automatisch wieder Schaden an. So, das wusste ich nicht. Also es ist meistens bloß echt ein bisschen... creepy, wenn du dann parken willst auf dem Speditionsgelände, wenn 5 andere gleichzeitig die gleiche Fracht wie du haben. Natürlich ungünstig. Kann man Geister überhaupt besiegen? Kann man besiegen. Lumi? Ja. Du weißt auch schon, dass es ziemlich fahrlässig ist, von dir da einfach rumzustehen, ne? Es ist 23 Uhr, ja. Ja. Habt ihr mir doch gerade das Leben gerettet? Ne, ich hab dir eine Fledermaus vom Hals geholt. Ich danke dir. Na, Achtung. Ich leg mich mal schon mal ins Bett und dann gucke ich mal, also es ist, was ich jetzt gekriegt habe. Wir haben hier ein Pizzabrot. Keine Pizza, sondern ein Pizzabrot. Okay. Und das hier ist... Ich wollte auch gar nicht sagen, dass ich mich damit verpflichtet fühle irgendwie. Oder gezwungen fühle. Chris, ich wollte halt nur sagen, ich hätte gerne reingeschaut. Aber ATS ist halt leider nicht so mein Spiel. Knarz. Und eine Suppe. Eine Suppe? Achso, Krankheitsfood, ne? Krankheitsfood, ja. Wir haben irgendwie eine Solaressenz, falls wir die für irgendwas brauchen. Ist wieder eine da. Aber hoffentlich keine Hühnersuppe. Warum? Achso, wegen Vegetarismus. Wir hatten gestern über Hühnersuppe gesprochen. Ich habe noch eine vom Foodsharing gefunden gehabt. Aber es riecht sieht nach Gemüse aus. Ich muss mir mein Dings wiederholen, mein Bademantel, mir ist kalt. Moment, bis gleich. Ungefrorene Tränen habe ich auch wieder aufgetrieben. Ah! Ins Bett. So ist doch um 1. Ganz entspannt. Da ist noch ein Iridiumbarren fertig geworden.
Kann ich meiner Geliebten noch Tschüssi sagen? Nee, ich bin müde genug, um sehr bald schlafen zu gehen. Dann machen wir das doch. Ja, sehr nice auf jeden Fall. Dankeschön, Chris. Also, die Suppe riecht total super. Ich wusste gar nicht, dass es bei mir in der Gegend Suppe zu bestellen gibt. Siehst du? Also meine Lieferservice besser als ich, ey. Meins ist auch gerade gekommen. Was hast du gekriegt? Sieht aus wie Hackfleisch mit... Felix mit... ist aber eingeschlafen, der hat's verpeint. Ja, ne. Ich hab aber... Hättest du wenigstens in dein Haus gehen können. Na, ich war in Lumis Haus. Achso. Kampfstufe 3 plus 5 LP. Es hatte geklingelt. Es hatte geklingelt, da ist mir noch eingefallen, dass ich draußen stehe. Da bin ich schnell noch zu Lumi gegangen und hab reingeklickt. Achso. Ist jetzt im Hinten her. Ja, das war schlau. Danke, Chris, für die Pizza.